Mein Name ist Micky Wiese. Und das sind meine ermutigenden Geschichten. Hallo, heute geht es um eine Erfahrung, die du vielleicht auch schon einige Male gemacht hast. Es geht darum, wie wir Ereignisse, die wir machen, die wir erleben, wie wir diese Ereignisse wahrnehmen, wie wir sie beschreiben, wie wir sie in Begriffen versuchen zu fassen. Es geht also heute um die inneren Bilder, sozusagen um die visuelle Tiefenstruktur von Begriffen, mit denen wir äußere Ereignisse beschreiben. Manchmal ist es ja so, dass andere Menschen, die dieselben Ereignisse beschreiben oder wahrnehmen, sie erleben, zu völlig anderen Ergebnissen kommen wie wir. Und diese Unterschiedlichkeit in der Wahrnehmung und der Erfahrung von Ereignissen unseres Lebens liegt eben, wie gesagt, in der visuellen Tiefenstruktur der Begriffe, mit denen wir diese Ereignisse fassen, liegt darin, womit wir, mit welchen inneren Bildern wir bestimmte Ereignisse und Erfahrungen verbinden. Und diese Erfahrungen, die wir machen, stapeln sich mit der Zeit immer mehr auf und können zu einem ganz schönen inneren Trödelladen werden, durch den man kaum mehr durchkommt, sodass das Leben immer mehr ins Stocken gerät. Und so möchte ich dir eine Übung vorschlagen heute, dass du einmal versuchst, bestimmte Begriffe unwillkürlich und spontan mit deinen inneren Bildern anzufüllen und dir das aufzuschreiben. Begriffe wie zum Beispiel der Begriff Mut. Was für innere Bilder kommen dir, wenn du das Wort Mut hörst? Oder Freiheit, Veränderung, Erfolg, Liebe, Zeit. Und du kannst hier gerne noch eigene Begriffe dazu nehmen, aber versuch diese Begriffe einmal mit dem zu füllen, was dir unwillkürlich in den Kopf und in das Gefühl kommt, wenn du diese Begriffe hörst. Und dann versuch dich mal in dieses Gefühl hineinzuversetzen und versuch das Positive an diesen Gefühlen, das Gute herauszufiltern, das festzuhalten, wo dir das schon einmal geholfen hat. Und dann steigst du in deinen inneren Trödelladen und suchst dir ein paar vergangene Erfahrungen heraus, die du ebenfalls mit solch emotionalen Begriffen beschrieben hast, und machst es mit diesen Erfahrungen genauso. Und versuchst in das Gefühl dieser Erfahrung, dieser Begrifflichkeit, mit der du sie beschrieben hast, hineinzusteigen und dann das Positive darin zu entdecken. Und dann versuche dieses positive Gefühl auf drei unterschiedliche Situationen in deiner persönlichen Zukunft, Ereignisse, die kommen könnten, Situationen, auf die du zugehst, das dahin zu transportieren und dir bereits vorzustellen, wie du in diesen Situationen in der Zukunft mit dieser positiven inneren emotionalen Kraft, die diese Bilder, Begriffe in dir auslösen, reagieren könntest. Und ich hoffe, das wird dir ganz neue Räume eröffnen und neue Handlungsmöglichkeiten und neue Wahrnehmungsmöglichkeiten. Ich bin gespannt, was dir dabei geschieht. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Umsetzen dieser Idee. Alles Liebe. Euer Micky. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will.